So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Revelations. In der letzten Folge haben wir wieder erfolgreich unsere Feste verteidigt, das immer ein bisschen nervenaufreibend ist. Aber je öfter wir eine Feste verteidigen, desto eher bekommen wir unsere Belohnungen, beziehungsweise können auch die jeweiligen Waffen oder Assassinenorganisationen verbessern. Und ja, in der heutigen Folge werden... Heilungsdienste, kommt, nein. Das werden wir nicht machen. Wir geben euch nicht unser hart verdientes Geld. Und in der heutigen Folge werden wir uns nochmal um diese wundervolle Feste kümmern. Damit wir die auch abgeschlossen haben. Und ich hoffe mal, wir kommen dorthin, weil bisher habe ich noch keine Abgrenzung entdeckt. Wie bei Assassin's Creed Brotherhood, da war es immer sehr, sehr toll, dass man da gedacht hat, ach komm, die Feste nimmt man jetzt einfach unter diesen Borgia-Turm. Und dann über... Ich bin doch noch gar nicht in eurem Bereich. Ja, und dann dachte man so bei dem Borgia-Turm, ach, den nehme ich noch ein und zack. Das ist doch nicht in dieser Erinnerung verfügbar. Super toll, danke, für nix. So. Hat jetzt die Frage... erstmal die versteckte Klinge ausrüsten und mal gucken. So. Ach, der ist dort. Ach, da fliegt aber, glaube ich, ne? Nur wer lebt, kann kämpfen. Los, 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 los! Sehr schön. Kein Entrinnen! Ha, ergreif den Bastard! Nein! Stirb! Doch. Stirb! Stirb! Arrivi. Ach nee, verdammt. Hey! Du was? Ich was? Wolltest du mal wiederholen? Tschüss. Okay, so, da gehen wir jetzt mal ganz schnell dorthin und werden den Turm in Brand stecken, beziehungsweise in Brand stecken, sondern dann das Signalfeuer geben. Und die Animus, das Animus-Datenfragment werden wir natürlich auch mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ach, dort hinten ist das. Upsi. Was tat denn dazu, sich so aufzuführen? Gehen wir mal hier hin. Nee. Obwohl, wahrscheinlich schon, ne? Also Desmond hat den Verstand verloren, mehr oder weniger. Fenari Isa Moschee. Ich hoffe mal... Oh! Hört auf dem... Was? Was habt ihr gesagt? Ich konnte euch jetzt nicht ganz verstehen. Ihr habt bei der Hälfte eures Satzes aufgehört zu reden. Werde ich mich immer fragen, was ihr mir sagen wolltet. Oh, Animus-Datenfragment. Haben wir Desmond Reise 4 noch gar nicht freigeschaltet, oder? Oder kam das gerade? Ich glaube nicht. Frechheit. Das ist unerhört. Jetzt gucken. Wer schreit denn jetzt so hier? So. Okay, machen wir das gleich hier. Und ich würde schon sagen, unsere Assassinen könnten langsam eintrudeln, damit wir nochmal Geld abfangen können. Was denn der? Ey. Oh. Okay. Ja, leg dich schlafen. Alles wird gut. Verdammt! Hey, verdammt, ich nehme die Beine in die Hand. Ja, nimm mal ganz schnell die Beine in die Hand, mein guter Freund. Oh, das heißt, wir können ja wieder Assassinen rekrutieren. Kontrolle über Konstantinopel. Ja. Ich frage mich ja, wann denn mein erster Assassinenmeister wieder zurückkommt. Der ist jetzt schon seit gefühlt sehr vielen Tagen unterwegs. Übrige Zeit, 2 Minuten, 4 Minuten, okay, alles klar, dann machen wir das noch nicht. Schade.
Da könnten wir jetzt... Oh, toll. Ja, danke. Super. Toll. So. Sehr schön. 900 nehmen wir mit Damaskus. 1000. Ja. Hab zwar jetzt nicht geschaut, wie lange jetzt die Mission andauert, aber es wird schon nicht allzu lange sein. So, dann nehmen wir noch den Bücherladen. Genau, der war ja hier. Das ist ein beträchtliches Sümmchen. Ist halt die Frage, wenn ich jetzt ein Buch kaufe, steigert das dann mein Wert bei der Bank? So, haben wir jetzt ein bisschen was gekauft, oder? Kommt wieder. Kommt nichts? Nee, gar nichts. Okay. Gut. Alles klar, dann halt nicht. Oh, jetzt haben wir aber hier noch. Oh, eine Bank. Bank, Bank, Bank. Laufen wir einfach mal, dass wir vielleicht noch Geld abheben könnten. Sieben, ja, okay. Sehr schön. Also kriegen wir immer wieder mehr Bekanntheitsgrad, wenn wir was renovieren. Das ist ja cool. Effendim, ja. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir neue Ausrüstungsgegenstände uns noch besorgen könnten. Und jetzt bin ich auch bestimmt wieder bekannt. Ja, genau. Waffen. Na, eigentlich ist es komplett, was heißt nicht, sinnlos. Ein anderes Mal, ja? Sich eine bessere Waffe zu kaufen, weil man einmal in diesem Kontermodus ist, dann. Ja, es ist ja eigentlich egal, welchen Schaden man macht. Versucht meine Koriander-Zitronen-Kompressen. So. Wo war denn die Rekrutierung? Da, da, da habe ich sie gesehen. Geh mal dorthin. Ja, Ezio, was ist das? Oh, wir werden hier gemobbt. Ach, da. Hallo. Ach, nee. Ihr da. Ihr seht aus, als hättet ihr eine ziemlich hohe Meinung von euch selbst. Aber ich halte euch für einen erbärmlichen Jammerlappen. Seht ihr, wie ich Was aussehe? Was haltet ihr davon, Altschack? Oh, hat er nicht gesagt. Der Streitsüchtige, dieser überhebliche Mann hat Ezio zum Duell herausgefordert. Zeigen Sie ihm die wahre Bedeutung des Wortes Demütigung. Hätte ich euch etwas zu sagen, Amico, wendete ich mich an eure Mutter. Oh. Wie könnt ihr es wagen? Das klären wir sofort. Na klar, kein Problem. Bam, da, 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 bam, bam. Liegen und belästigt niemanden mehr. Ja, wunderbar. Überraschungsangriff. Ist das euer Ernst? Ja, aber das müsst ihr ja nicht sagen, weil das ist keine Überraschung mehr. Na komm. Ja, schämt euch nicht noch mehr. Dann mal gucken, kommen wieder Bürgerchen. Ich bin die Faust von Konstantinien. Ja, ich glaube ihr nicht. Nicht genug. Niemals. Aber irgendwie lernt er auch nicht so meine Angriffskombination. Ja, wunderbar. So, alle guten Dinge sind drei. Einigen wir uns auf Unentschieden, gut? Ihr seid ein wahrer Kämpfer. So wie ihr, wenn auch etwas waghalsig. Wie wäre es, wenn ihr eure Fäuste für die Sache der Assassinen sprechen ließet? Ihr meint, für eine Sache kämpfen? Und nicht nur zum Spaß? Ich bin sicher, es wird euch trotzdem Spaß machen. Evet, das glaube ich auch, Effendim. Abgemacht.
Hey, jetzt habe ich endlich meine Belohnung ein. 350, woo! Ich besorge euch, was immer. Es hat sich ja sehr schön gelohnt. Der Jörg Asser ist den Assassinen beigetreten. Schön, mein Freund, das freut mich. Haftbombe. Aha. Aua. Aus dem Weg! So, hier hatten wir doch auch noch irgendeine Feste, die wir einnehmen könnten. Oh. Oder gehen wir erstmal hier hin und rekrutieren nochmal jemanden. Mal schauen, ob das auch wieder ein Mann ist. Oh, Daten. Ja, Animus-Datenfragment. Los, hief dich hoch, Ezio. Ach nee. Na, okay, das war doof. Okay, das war sehr doof. Kommt und gesundet. Sonst töte ich dich. Tanz ist so tot wie ihr auch gleich. Wo sind meine Assassinen überhaupt? Ach da. Wie sind das? Zwei? Ja. Er wusste, wie ihm geschah. Oh, wieder eine Frau. Wer hätte es gedacht? Ihr seid nicht allein, Arkadaşim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Okay. Cool. Mission, die Stadt zurückerobern, war erfolgreich. Cool, jetzt haben wir den hier noch eine auf. Los, Dankeschön, oder? Warum kriege ich denn jetzt hier... Ah, okay, jetzt. Ich wollte schon sagen. Achso, wo war denn jetzt wieder Aussichtspunkt? Habe ich den jetzt so erfolgreich umrundet? Nee, hier mal noch einen. Okay, so, wo muss ich hin? Da lang. Okay, na, sind wir ja schon fast da. So. Sehr beeindruckend. Ja, ich weiß. Ich bin wirklich extrem beeindruckend. So, und rein theoretisch, weil ich gerade den Pfeilhagel sehe, der sich langsam auflädt. Wir müssen rein theoretisch den, glaube ich, 15 oder 25 Mal einsetzen. Und dann haben wir die dritte Assassinen-Herausforderung geschafft und kriegen dann natürlich eine wundervolle Belohnung. Wie komme ich denn hier hoch? Also so, ich werde wahrscheinlich nicht alle Animus-Datenfragmente einsammeln, sondern nur so viel, dass wir halt wirklich die Reisen dann freischalten, beziehungsweise halt auch die mitnehmen, die auch dann direkt vor unserer Nase sind. Weil dann noch die ganze Stadt absuchen für ein Animus-Datenfragment, da werden wir nie fertig werden, weil ich glaube, man kriegt halt keine Karte dafür. Und ich meine, man hat ja gesehen, wir brauchen ja vielleicht nur, oh Gott, 25, 30 oder 35, um diese 5 Reisen freizuschalten. Das hat auch nicht so viel. Und wir sind auch fast fertig mit den... Hey! So haben wir auch mal den Pfeilhagel eingesetzt. So, jetzt gehen wir. Obwohl, ich könnte rein theoretisch hier nochmal hin und die Assassinen auf Mission schicken. Und dann gehen wir einfach zu der Assassinenfeste noch hin. Und dann haben wir auch das Hauptquartier der Roma erreicht. Und ich glaube, wir sind immer noch bei Sequenz 3, ne? Ja, wir dürften, glaube ich, immer noch Sequenz 3 sein. Also haben wir eigentlich schon relativ viel dann schon abgeschlossen. Und ich glaube, es gibt auch 13 Sequenzen bei Assassin's Creed Revelations. Oder vielleicht so um die 10. Aber normalerweise waren es immer um die 13 Sequenzen, die man hatte. Achso, das war ja auch gerade doof. Da kommen die Frauen schon in Scharen zu mir angerannt, weil sie sehen, ich bin ein sehr gut aussehender und kompetenter Mann. Yay, money, money, money. So, okay. Dann haben wir ja eigentlich schon relativ viele dann, die wir zum Meisterassassinen herausbilden können. Dam, 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 dam. Eins. Mansu Kisizerab.
Asa, warum ist denn der schon Level 5 und die nur Level 1? Mhm. Oh, da. Stadt zurückerobern. Ja, mach mal das. Nächtliche Aufklärung. Was hatten wir? Wir hatten noch Athen. Ich weiß ja auch gar nicht, ob man jetzt eventuell... auch eine wundervolle Belohnung bekommt. Ah nein, erforderlich, nein! Ach so, plus 100 Geld einkommen. Ach so, oh toll, das habe ich mein... Oh nein, hätte ich nur mal eher geguckt. Das habe ich mein Geld einfach so rausgeschmissen. Oh, warte mal, ich habe ja noch was das hier übrig. Moment. Moment. Oh, da habe ich keine mehr? Nee. Ah, wie traurig. Achso, war das jetzt erfolgreicher? Hey, ich werde gerade ein kleines bisschen hops genommen, Mutter. Ehekrach. Achso, wir haben nur 7. Okay, dann müssen wir für euch mal was Einfaches finden, wo ihr trotzdem noch relativ viel erforderlich. Jerusalem könnten wir eigentlich auch mitmachen. Weil ich hatte eigentlich so gedacht, dass wir vielleicht erstmal die Städte nehmen, die wir sowieso bei Assassin's Creed 1 hatten, also Damaskus und Jerusalem erstmal. So, jetzt haben wir noch einen Buchladen, den haben wir anscheinend noch nicht ausgebaut, ja. Und ich sag mal so, es ist ja eigentlich jetzt relativ wurscht, weil wir kamen jetzt sowieso keine neuen Ausrüstungsgegenstände bei der Schmiede, deswegen schmeißen wir jetzt einfach mal das ganze Geld aus dem Fenster für die Geschäfte. Ich habe eine medizinische Ja, komm, und hier 2000? Nee, das nehmen wir noch nicht. Das nehmen wir auch noch nicht, okay, ja. So, warte, muss ich noch mal kurz die Feste noch mal auf der Karte markieren. Achso, hier haben wir auch noch. Oh, nee, wir machen die Feste. Wir machen erstmal die... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich euch Geld abgenommen. So, ich sag mal so, die Passesinen, die können wir ja dann auch noch mitrufen. Wenn wir die Feste wieder einnehmen wollen. Und hier ist anscheinend ein sehr trauriger Baum, der bewacht wird. Okay. Gäbe es doch ein Wort. Ja. Neid wäre das Wort, was ihr sucht. Tänzer, ja, ich habe eine steife Hüfte. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Obwohl, ja gut, die Italiener, ne, die sind ja alle ein bisschen beweglicher in der Hüfte, ne? Die können sich ja alle. Ja, ich weiß, ich bin auch immer sprachlos. Ich bin immer selbst überrascht über meine Fähigkeiten, die ich habe. Identifizieren Sie den Hauptmann, alles klar. Das machen wir ja nur allzu gerne. Oh. Okay. Ciao. Nein! Vater, bist du das? Keine Legende hier schon. Wo ist der doofe Hauptmann? Geschickt? Wo bist du? Muss irgendwo dort sein. Okay. Wir mal gucken. Ah, ich habe keine Assassinsignale. Hä, warum? Hä, die waren doch. Alter Mann! Hä, aber die waren doch gerade eben da. Das war wohl nicht. Geht er jetzt ja auch oder geht er nicht? Wohl nicht weiter wichtig. Ah, jetzt hackt er hier weiter. Runter mit euch. So. Der Übertreiber. Also, wegen der Feste jetzt. Bah. So.
und muss ich hoch? Ach, da. Und da sehe ich ja schon Animus Datenfragment vor sich hinschimmern. Ja. Ganz ruhig, meine kleinen Schätze. Seid lieber froh, dass ich euch nicht... Ey! Ich glaube, es geht los. Ach so. Das ist ja hier eine Frechheit. So. Dann zünden wir noch den Spaß an. Ey. Oh, dann haben wir ja gleich jemanden noch zum Rekrutieren. Ach da. Assassine! Ihr habt nichts zu fürchten, Effendi. Ich bin hier. Ich werde euch nicht verraten. Oh, das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Hallo. Ich bin stark, ich bin hier. Schnell. Und ich glaube, der hat's mit den Augen. Bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hä? Ich beweise es euch. Sagen wir bis zu diesem Punkt dort. Zu welchen? Dorthin? Ja, das kriege ich hin. Der Schüler, dieser ehrgeizige junge Mann, behauptet, er sei ein Assassine. Zeigen Sie ihm Ihr wahres Können, indem Sie ihn bei einem Rennen besiegen. Nun, ich habe wohl einen Moment. Also gut, einen Moment. Los! Wohin muss ich denn? Ach, da. Ey! Ich sagte, ich bin gut! Ja, ich bin aber besser. So, dort muss ich hin. Okay. So. Ui, dorthin, alles klar. Ja, ich sehe euch nicht. Ach, da unten muss ich hin. Nein, weil ich bin nämlich schon ein bisschen weiter als ihr und ich habe keine Augen im Rücken oder im Hinterkopf. Da muss ich hin. So, zack. Und dann dorthin. Und dann hierhin. Zack. Zack. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier unten hin. Ihhh. Das war ja sowas von klar. Der Wahnsinn überall, schätze ich. Das wäre jetzt echt sehr doof. Das hätten die eigentlich gerne zählen können. So, hier entlang. Und dann haben wir es ja geschafft. In unserem Alter. Ihr seid gut, alter Mann. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. Jermann, wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Okay. Nein, wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang, jeden Tag. Am Galataturm. Und wer macht die Ausbildung, Ezio? Wir haben keine Zeit dafür. Natürlich, Mentor. Und dann stehe ich einfach noch so da. Okay, da haben wir auch noch was. Und dann haben wir ja eigentlich schon alle rekrutiert. Ne? Ich glaube, wir hatten ja nur noch zwei Plätze übrig. Der Jermann Raga ist den Assassinen beigetreten. Ja, mach, dann zeigt mir doch mal bitte, was ihr so drauf habt, wenn ihr schon ein wundervoller Assassine seid. Boah, die Frau, die geht aber richtig ran, ne? Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Oh ja, ich hab Chor. Gut, na sehr schön, da haben wir ja... Ja, 1 von 3 beendet. Wir haben alle Assassinen rekrutiert. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge einfach nochmal... die Assassinen-Mission, dass wir die einfach alle nochmal wegschicken. Und vielleicht haben wir Glück und kriegen da parallel noch welche rein. Und können dann dieses wundervolle Geld verwenden, um dann, ja, noch die Geschäfte auszubauen, beziehungsweise die Bücher zu kaufen. Damit das ja auch aussieht, als wäre ich kultiviert und interessiere mich für die Literatur. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.